Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute das zweite an einem Tag, dem 1. Februar, morgen um 19 Uhr. Ich möchte es nochmal betonen. Morgen am 2. Februar um 19 Uhr geht die Season los. Warum betone ich das so behindert? Ganz einfach. Ich habe heute Morgen schon mal ein Video über diesen Kollegen veröffentlicht. Gameplay, Stats, Fähigkeiten und so weiter von einem amerikanischen YouTuber. Ich habe das nochmal ein bisschen zusammengefasst. Dort rede ich einige Minuten über diese Legende. Das Video lohnt sich, schaut da gerne nochmal vorbei. Und nach ungefähr 45 Sekunden gehe ich darauf ein, wann die Season startet, nämlich morgen um 19 Uhr. Und es haben bestimmt zwei Hände voll Leute mir die Frage gestellt, wann geht die Season los, obwohl ich es innerhalb einer Minute in der Anmoderation schon gesagt habe. Das finde ich ein bisschen schade. Ich meine das nicht böse an die Leute, die da einfach vielleicht nicht ganz zugehört haben. Aber kleiner Tipp, ich haue nicht die interessantesten Infos immer am Anfang oder am Ende raus. Ich mische das immer so ein bisschen, damit ihr wisst, es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben und nicht, dass man nach vier Minuten schon wegschaltet, weil, ach, der Typ hat ja eh schon das Interessanteste gesagt. Ich mische das bewusst und sage nicht immer das Wichtigste. Oder beziehungsweise verrate ich nicht immer, wo das Wichtigste passiert. Das einfach mal als kleinen Wink an euch. Zieht euch die Videos bitte bis zum Schluss rein. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Jetzt kommen wir zum Battle Pass Trailer. Der ist wirklich sehr geil. Eine Minute 24 geht der. Und nach dem Trailer zeige ich euch noch ein paar interessante Standbilder für das, was vielleicht nicht ganz hängen geblieben ist. Das soll es jetzt soweit erstmal von meiner Anmoderation gewesen sein. Daumen da lassen, Abo da lassen. Wenn ihr rund um Apex Legends nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr drüber freuen und ich hoffe, dass ich in den nächsten ein, zwei Tagen dann auch noch das Patch-Note-Video am Start habe. Das wird nämlich das, was am interessantesten ist. So viel Spaß jetzt bei dem Battle Pass-Trailer. It's time to bring the boom. I told you, the buck stops with me. As you explode into the mayhem of our all-new Battle Pass. Jam-packed with rewards, chaos reigns as legends take it to the extreme. With a twisted new set of cosmetics. Next round's on me. Delve into the dark side of Lifeline as she goes bad to the bone. While wreaking havoc with the chained beast, Flatline. You looking for a rhythm? I gotcha beat. And unleash your inner warlord and take radical action as Bangalore exerts her dominance with the reactive DMR X1 Longbow. Too slow on the draw. Legends can take their personal experience to the edge with a dynamite set of new music packs, loading screens, banners, and gun charms. A new set of quips and holo sprays bring the swagger. And show off the fiery new skydive emotes as you blaze towards an obliterated King's Canyon. It's time to light the fuse and bring the bruise. So let's go full blast into shock and awesome. Didn't you hear, mate? Only with the Season 8 Battle Pass. Next time you want to take a swing at fuse, don't. So, als erstes bin ich auf eure Meinung zum Battle Pass gespannt. Ich zeige euch jetzt so ein paar Screenshots und die Skydive Emotes, die habe ich nochmal in Slow Motion aufgenommen bzw. rausgeschnitten und zeige die euch nochmal, weil das nämlich relativ schnell geht. Das Interessanteste zeige ich euch. Natürlich wird es wieder so sein, dass wir, wenn wir den Battle Pass kaufen oder vielleicht die nötigen Coins schon parat haben, bekommen wir die, wenn wir den Battle Pass wieder komplett leveln, bekommen wir die Coins auch wieder zu 100% rein. Ich glaube 950 kostet der immer und ich glaube 1000 spielen wir immer frei. Wenn ich mich jetzt nicht irre, machen wir immer 50 plus. Es gibt wieder Gun Charms, Skydive Emotes, Musikpacks, Hintergrund, Loading Screens und so weiter und so fort. Die interessantesten Sachen. Moment, das war das falsche Bild. Die Banner habe ich einen kurzen Screenshot von gemacht. Ein Core Stick, ein Revenant und ein Watson Banner. Dann haben wir von Fuse einen geilen Skin. Der sieht so ein bisschen 60er, 50er Jahresstyle aus, so Hillbilly-mäßig, so von der Frisur her. Aber der Piratenskin, der hat es mir richtig angetan. Das ist noch eine Nahaufnahme von dem Battle Pass Skin von Bangalore. Sieht sehr, sehr geil aus mit dieser Sonnenbrille. Das ist eine Nahaufnahme von dem, ich denke einfach mal, dass es so eine Art Piratenskin sein soll für Fuse. Im Hintergrund sehen wir auch den Battle Pass Skin von der Flatline und von Lifeline. Nächstes Bild haben wir das Dreiergespann hier nochmal auf dieser Empore. Das werden die drei, wahrscheinlich werden es drei legendäre
Battle Pass Skins werden, wenn ich mich jetzt hier nicht völlig täusche. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn wir den Battle Pass Skin kaufen, ist dieser Fuse Skin gleich einer der drei ersten. Das ist ja in den letzten Battle Passen immer so gewesen, dass wenn wir den kaufen, dass die ersten drei Skins, ich glaube immer irgendwas Legendäres dabei war. Die Rückansicht finde ich sehr interessant, weil zieht euch mal, ich sag mal, diesen Granatwerfer, Mörser, Ulti, Raketengedöns. Das sieht ultra, ultra stark aus. Da schlingt sich einfach so ein goldener Drachen um diesen Mörser. Das sieht schon sehr, sehr genial aus. Als nächstes haben wir hier nochmal eine Nahaufnahme von Bangalore und dem Level 100er oder 110er DMR Longbow Skin. Ja, sieht schon ganz geil aus für alle Sniper-Freunde unter euch. Ihr werdet euch auf jeden Fall freuen. Als nächstes habe ich nur noch die Skydive-Emotes. Mehr habe ich jetzt hier nicht rausgeschnitten. Ich wollte es nicht übertreiben mit dem Auseinandernehmen. Hier eine kleine Slow-Motion. Dieser Skydive von Wraith, der ist doch der absolute Wahnsinn. Dann hatten wir gerade... Moment, kann ich hier zurückspulen in diesem Ding? Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir sehen hier Lifeline mit ihrer Drohne. Und von Horizon. Ach, da ist auch noch die Drohne von Krypto. Sehr cool. Lass mal weiterlaufen. Da haben wir einen neuen Skydive für Horizon. Ich finde, ganz ehrlich, würde mich auch mal eure Meinung interessieren für alle Horizon Mains. Der Skydive-Emote, wo sie da so Ping-Pong spielt mit diesen komischen, ganz alten Polyphon-Tönen, fand ich absolut grausam. Ist zumindest meine persönliche Meinung. Und hier haben wir noch ein... Der Pathfinder ist immer wieder geil. Der Clinch mit dem Raben und dem Bloodhound. Guckt euch das da ran, wie der den ranzieht und ihn direkt in seine Fresse springt. Auch der... Moment, muss ich mir einfach nochmal... Ich muss nochmal kurz anmachen hier, den Kollegen. Moment, jetzt funktioniert es nicht. Das ist ja auch ein geiler Vorführeffekt. Ich liebe es. Dieser Gitarren-Hillbilly-Gedöns-Skydive. Der sieht doch... ultra, ultra geil aus. Also ich freue mich auf jeden Fall mega auf Season 8. Ich freue mich auf den Battle Pass. Ich werde ihn auf jeden Fall mir wieder zulegen. Gerne in die Kommentare, was ihr von dem Battle Pass haltet. Legt ihr nicht zu? Ja, nein, vielleicht. Bitte kreuzt nicht alles Dreies an. Das war's jetzt von mir. Ich möchte nochmal betonen, morgen um 19 Uhr geht's los. Zeitversetzt wahrscheinlich auf der PlayStation wieder 20, 30 Minuten erfahrungsgemäß. Später 19 Uhr deutscher Ortszeit. Für alle, die bis jetzt zum Schluss dranbleiben, wissen, warum ich das so dämlich betone. Es tut mir leid. Ich möchte mich da auch gar nicht drüber lustig machen, aber ich ärgere mich über sowas sehr, sehr. Ich streame, wie gesagt, entweder auf Twitch oder auf YouTube. Ich habe mich da noch nicht festgelegt. Einfach abonnieren und bei Twitch ein Follow da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann verpasst auf jeden Fall den Livestream nicht. Ich denke mal, dass ich zwischen 16 und 17 Uhr allerspätestens starten möchte. Das war es jetzt von mir und im Allgemeinen einen schönen Start in die Woche gewünscht. Bleibt gesund in dieser verdammten Zeit und ich hoffe, wir hören und sehen uns morgen. Haut da rein!